Schnell reißt es. Hi. Ich hoffe, der hat auch Spaß. Spaß, Spaß. Red! Also echt, ey. Vergiss es, meine. Verzieh dich. Es schaut schon geil aus. Ey, ich bin gespannt, wie groß das da jetzt ist. Früher waren es, glaube ich, was? 5 Räume? Ne, warte mal, es waren... Naja, was heißt es waren? Du hattest halt ein paar verschiedene Bereiche, die jeweils immer aus einem Bild im Prinzip bestanden und dann vielleicht noch ein, zwei Zugänge und das war's auch schon. Ah, das sind die Helis. Die so scheiße auch schon. Nein, dem Goldsauce, Luftraum von Corell. Ah, fuck, Palmer, der hässliche Drecksack. Barrett Wallace, Tifa Lockhart, Cloud Strife. Seht euch das an. Unterwegs mit einem Blumenmädchen und einem Versuchsobjekt. Das soll einer verstehen. Man hat sie also endlich zur Fahndung ausgeschrieben. War überfällig. Das sehe ich ja ganz genauso. Aber warum beauftragt man mich mit der Suche? Ich habe doch immerhin meine Abteilung zu leiten. Vielleicht, weil man ihnen so sehr vertraut. Oh, gut ausgespielt. Was hast du? Weiter. Das ist auch geil, Alter. Weil schon überall stehen die komischen Kutten rum. Willkommen im Goldsaucer, Kupo. Der Eingang ist gleich dort vorne, Kupo. Einen angenehmen Aufenthalt. Ey, du hast das Kupo am Ende vergessen. Oh. Ist das nicht der Buggy, den wir bekommen? Wobei der damals anders ausgeschaut hat. Also ich weiß es eben nicht. Alter, geil, ey. Hammer. Oh. Sorry. Oh. Entschuldigung. Oh. Müssen durch. So viele waren jetzt da oben. Ah!
junger Mann. Na? Du wirst der heutige Herausforderer sein. Willkommen im Gold Saucer, dem goldenen Paradies. Ich bin der Direktor Dio. Und wie heißt du? Cloud. Oh. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Was wollen wir? Junger Mann, wir müssen die Herausforderungen annehmen, die das Leben uns stellt. Sind die Kontrahenten soweit? Yu-Gi-Oh! Cloud, viel Glück! Ja. Na dann, Ring frei! Es ist das Boxen? Beginnen wir mit ein paar Aufwärmübungen. Oh ja! Okay. Nur zu! Na los! Ja! Nur zu! Warte mal, Schlag links. Die können nicht ausweichen. Ja. Ach so. Hä, wie macht er da das? Hallo? Nach links ausweichen. Ja, ja, hab ich doch, aber. Da, hä? Ich check das nicht, wie das gehen soll. Das geht auch nicht. Hä? Ah. Oh, okay, ich muss schon mit rechts nach rechts und mit links nach links ausweichen. Oh ja! Ja. Okay. Na los! Ja! Hä? Na los! Ja! Oh ja! Ja! Das ist leicht komisch irgendwie. Ja, fuck, falscher. Nach rechts ausweichen mit Dinge, okay. Oh, das hat gar nicht gezählt. Ah, fuck. Ja, ich stell mich gerade echt blöd an, das ist mir schon klar. So, Netzwiller. Mit links. Nur zu!
Oh ja! Ja! Nur zu! Ja! Na los! Ja! Oh ja! Nimm's nicht persönlich! Okay. Oh nein! Nicht schlecht, muss schon sagen. Wieso hat sich zu Red das verbessert? Okay, finde ich nicht schlecht. Das Einzige, was mich gut stört. Gekämpft, junger Freund. Freunde, einen kräftigen Applaus für den Sieger unserer heutigen Herausforderung. Mich hat's bloß gestört, dass im Tutorial ich trotzdem immer noch nach Angaben zuhauen musste. Hast ja richtig was drauf, Cloud. Was ist das jetzt, immer große Buddies oder was? Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Damit könnt ihr euch im Gold Saucer nach Lust und Laune vergnügen. Super! Besten Dank! Wie man halt einfach mittendrin ein neues Outfit bekommt. Warst du nervös, Cloud? Ich doch nicht. Cloud ist sowas ja gewohnt. Ich meine, neulich im Honigtöpfchen hat er schließlich auch. Eris? Was denn? Jetzt sag schon. Willkommen im goldenen Paradies. Los, sag's ihm. Na dann, worauf warten wir? Auf ins Vergnügen. Kann's gar nicht erwarten. Wird sicher lustig. Habt ihr euch in Costa nicht genug amüsiert? Dann stimmen wir eben ab. Wer von euch hat Lust auf etwas Spaß? Ich. Ich. Ja. Und du? Also ich. Amüsier dich. Denn noch. Kannst du's? Cloud! Du solltest dich etwas ausruhen. Nein, geht schon. Als würdest du hier auf die Pauke hauen wollen. Leg dich lieber ein bisschen hin. Okay. Gut, wir sehen uns dann mal etwas um. Hier lang, Leute! Ruh dich gut aus, okay? Spielen wir jetzt die anderen? Zum Hotel geht's wohl da lang. Ah, der Ghost Square, ja. Ah, es ist so geil einfach. Ey, ich weiß, dass manche Leute bestimmt Sachen nicht mögen und keine Ahnung was, aber ich bin so geflasht einfach davon. Es ist egal, wie sie. Die sind echt völlig durchgeknallt. Sollen sie sich doch amüsieren. Wenn das Marco ausgeht, dann war's das hier. Wie kommst du denn da plötzlich drauf? Muss wohl dein Einfluss sein. Ach so, na dann. Hast natürlich vollkommen recht. Dieser Spuk wird nicht ewig halten. Aber wie kann einer so viel Kohle haben, um sowas überhaupt zu realisieren? Alter, geil.
Haben die nur ein Hotel? Was für ein Scheiß! Wie viel Marco dafür drauf geht, nur um diesen Schrott zu betreiben. Das hier und das, alles aus Marco. Raffst du's? Dem Blut des Planeten, dem Lebenssturm. Beruhig dich, Barrett. Hey, du! Was machst du so ein mürrisches Gesicht? Was meint ihr? Lust auf ein kleines Horoskop? Eure Zukunft ist sicher golden. Und falls nicht, nichts für ungut. Was ist denn das für ein Kasper? Hey, Brummbär! Hier oben! Ich bin Catchy, der große Wahrsager! Bester Freund! Eine sprechende Puppe also. Wirkt aber ganz schön echt. Ach, jetzt komm schon, lächeln! An diesem Ort lassen wir unsere Sorgen Sorgen sein und haben Spaß! Na komm, sei doch nicht so! Leck mich! Los, weg hier! Kate. Okay, bin ich der Einzige, der das damals Kate Thys ausgesprochen hat oder so? Nur mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich meine, da steht ja Sith. Oder wird Sith eigentlich aus Star Wars anders ausgesprochen? Ich weiß, dass Sith da nicht Sith mit das ist so bescheuert. Aber ich habe da echt immer Kate Thys gelesen. Kate Shi. Schlimmer als draußen. Wie soll man da denn entspannen? Wo unten raufgeschossen? Was denn? Etwa keiner da? Entschuldigung! Herzlich willkommen! Sag mal, bist du bescheuert? Bitte vielmal zur Verzeihung! Gibt's noch Zimmer? Zwei Männer, drei Frauen. Ach so, und ein Haustier. Was für ein Haustier haben Sie denn genau dabei? Drei Männer, drei Frauen, bitte. Wie Sie wünschen. In diesem Fall. Oh, das tut mir jetzt wirklich ausgesprochen leid, aber heute sind schon alle Zimmer belegt. Nicht wirklich, oder? Und woanders? Überall dasselbe. Leider sind am heutigen Tag alle Hotels im Gold Saucer restlos ausgebucht. Hä? Hallihallo, habt ihr Probleme? Du schon wieder? Wenn ihr möchtet, kann ich mich um die Zimmer kümmern. Hä? Willst du uns abzocken? So etwas käme mir nie in den Sinn. Wenn ihr wollt, übernehme ich sogar die kompletten Kosten. Das stinkt doch zum Himmel. Ihr seid aber ganz schön misstrauisch.
Edo, tut mir leid, aber könntest du noch einmal nachsehen? Gerade eben ist was frei geworden. Ich könnte Ihnen die Tom Barry und Eligor Suiten anbieten. Wäre Ihnen das genehm? Stets zu Diensten, wenn ihr mich braucht. Und jetzt gute Erholung. Oh. Bis dann. Die Zimmer sind in der 4. Etage. Nehmen Sie bitte den Aufzug am Ende der Treppe dort vorne. Also, die haben in Cage, ja, schon sehr gut getroffen. Der Zimmerservice ist auch zum Fürchten. Das Essen wird von Tom Barry Robotern gebracht. Was ist? Momentan nicht besetzt zu sein. Was ist denn hier los? Warte mal. Alter, was für ein Bild, ey. Er schaut schon echt cool aus. Ich meine, er war damals einfach nur ein fetter Klotz. Hey, ihr! Ein Horoskop gefällig? Ich sag euch, was die Zukunft bringt. Blickst du nur in die Zukunft? Wo kämen wir dahin? Ich finde auch vermisste Dinge und Personen. Dann beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Oh, du meinst den Soldaten? Komm sofort! Los, an die Arbeit! Miau, 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 miau. Mäßiges Glück. Turbulente Zeiten warten. Wenn Sie sich anstrengen und Ihrem Umfeld vertrauen, könnte es im Sommer eine Überraschung geben. Wie soll mich das zu Sephiroth führen? Wirklich seltsam. Wart mal kurz. Wir machen's nochmal. Bleiben Sie wachsam. Glücksfarbe schwarz. Vergiss es. Nein, warte, bitte, noch eine Chance. Na los, du schaffst das. Was hast du? Wenn Sie suchen, werden Sie garantiert fündig. Aber dafür verlieren Sie das, was Ihnen am wichtigsten ist. Was das genau heißt, wissen nur die Sterne. Was ist? Was ist mir wohl am wichtigsten? Kein Plan. Bring den Jungen nicht durcheinander. War echt keine Absicht. Willkommen im Aufzug zur Hölle. 4. Etage, bitte. Ja, natürlich. Wie die Herren wünschen. Juhu! Wir haben auf den Namen Palmer reserviert. Der Leiter der Weltraumforschungsabteilung. Ja! Warten Sie bitte einen Moment! Lass mich raten, war das das Zimmer, was wir gekriegt haben? Hier steht, dass die Buchung storniert wurde. Hä? Wie bitte? Die reservierten Zimmer. Also die Tom Barry und Eligor Suite.
wurden gerade von Herrn Palmer höchstpersönlich schoniert. Hm. Gibt es ein Problem? Keine Zimmer frei. Hä? Habt ihr meinen Namen genannt? Natürlich. Dann gehe ich mich amüsieren. Wo kann man hier wohl was trinken? Wo wohl? La. Ja, wie ist denn halt null interessiert? Okay, gehe ich was saufen. Da wären wir. Ich wünsche noch einen wohlig gruseligen Aufenthalt und eine angenehme Totenruhe. Wir sehen die nicht, oder? Die sind gleich weiter. Blöde Puppe. Du bist ein Saugroboter. Da war mir Johnnys Bruchbude aber lieber. Ich dreh mal eine kleine Runde. Okay. Nur ein Spaziergang. Komm nicht auf falsche Gedanken. Und du, ruh dich mal richtig schön aus, hast du gehört? Du wirkst, als könntest du es brauchen. Ja, mach ich. Kompiliere Grollprotokoll. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Alter, nervst du. Also, es soll ja ein Erlebnis sein, ne? Man weiß ja wahrscheinlich auf. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Ich denke mal, man weiß ja, auf was man sich hier einlässt und so, ne? Aber. Boah, der. Oh, da ist eine Truhe. Oh. Das sind zwei hässliche Augen. Ja, aber es ist schon irgendwie lustig. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Nein, eigentlich wollte ich sagen, eigentlich würde es voll auf den Sack gehen. Also dem Thema entsprechend cool, aber dieses ganze Außenrum ist so nervig. Ich glaube, ich bin wirklich erschöpft. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Zack. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Eine Materie? Seltsame Farbe. Warst ja eine ganz schöne Leseratte. Boah, ihr ganzer Garten ist verreckt. Ah, Scheiße.
Oh, das hat so geil ausgeschaut im ersten Teil. Aber Marlene ist trotzdem. Achso, weil sie es vorher trotzdem abgegeben haben. Möchtest du auch was? Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Ja, ja. Einmal ja reicht. Okay? Stimmt. Kann es sein, dass sie ihn nicht mag? Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Bix. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Slum Sektor 5. Woher kennt ihr den? Das frag ihn am besten selbst. Solange Marlene hier wohnt, kommt er wieder. Kommt er nicht? Oh. Bix kommt nicht wieder, weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Also, wieso sollte er dann kommen? Keine Angst. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Also die Zeitschleife oder beziehungsweise die Zeit. Wirklich, wirklich. Da geht halt wirklich schon das Marco aus. Also früher wie beim anderen. Der Kopf halt sich mitdreht. Boah, das wird mir voll unangenehm sein. Hallo. Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Brauchst du vielleicht irgendwas? Nein, danke. Ich glaube, ich brauchte einfach nur Schlaf. Sonst noch was? Nicht wirklich. Red erkundet die Gegend. Und Aris und Yuffie sind im Riesenrad. Da gibt's gerade ein Event für Paare. Ich bin allerdings leider abgeblitzt. Muss schön sein, wenn man so schnell Freunde finden kann wie die beiden. Aber du hattest doch immer Freunde. Tja, das sah von außen vielleicht so aus. Aber in Wirklichkeit... Hey, was hältst du von einem Spaziergang? Nur wenn du willst, natürlich. Klar. Gerne. Warte, ist es das die Szene, wo wir in das Riesenrad gehen? Ich wollte es mit der Aris machen. Goldpunkte GP gewinnen. Tausche die Goldpunkte in Wechselstube, in den Areal zu finden sind, gegen tolle Preise. Seltene Gegenstände gewinnen. So viele Goldpunkte wie möglich, um keinen Preis zu verpassen. Ich muss was nachschauen. Wobei... Ich muss an der Stelle eh aufhören, leider. Wobei, für euch machen wir hier einfach nur einen Break und ich mache dann morgen einfach weiter. Dann brauche ich nicht eine neue Aufnahme starten. Genau, dann geht's für euch gleich weiter. Je nachdem, wie ich schneiden musste.